Hallo YouTube-Freunde da draußen, mein Name ist Zinnet, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Heute spielen wir weiter Deathcoming. Ich habe ultra gute Resonanz für dieses Spiel bekommen. Dachte ich mir, jetzt zocken wir das auch mal ein bisschen weiter. Kann ja nicht so lange dauern. Hat mir auch gut Spaß gemacht. Gucken wir mal rein heute hier ein bisschen. Machen wir aus dem Angezockt, machen wir ein bisschen Let's Play angezockt. Schauen wir mal, erstes Level hatten wir abgeschlossen, zwar nicht komplett, aber reicht. Gehen wir hier in Akt 2 Liebe und Frieden rein. Schauen wir mal. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. So, nicht alle Unfälle sind simpel. Manchmal musst du etwas kreativ sein, wie bei diesem Kerl zum Beispiel. Okay. Er schweißt hier. Okay, wir sollen hier am Rad drehen. Okay, manchmal sind Menschen halt gewissenhaft. Diese Falle wird rund um die Uhr bewacht und du musst zuerst die Wache ausschalten. Okay. Hier klingelt. Wache weg. Ja, jetzt drehen wir am Ventil. Okay, alles klar. Ui. Du wirst mir langsam unheimlich. Lass deine Hände dort, wo ich sie sehen kann. Ja, wir werden langsam gut. Für ihn. Okay, das war Akt 2. Wow. Achso, nee, jetzt geht's weiter hier. Zack. Akt 2, Liebe und Frieden. Los geht's. Wir müssen wieder umbringen. Eine ganze Menge. Dort haben wir ein Loch. Der heimliche Spion tut heimliche Dinge, okay. Die bauen da irgendwie Bomben oder was? What the heck passiert hier? Sabotage! Sabotage, Junge! Er macht Poppy Poppy hier oder was? Junge, was ist denn hier los? Okay. Willkommen in der Raketenfabrik. Bei dem Tempo bekommen Sie den Sprengkopf niemals fertig. Wie wär's mit einem kleinen Stupser? Dieser glorreiche Anführer ist unerträglich. Ich mag ihn nicht. Erledige alle seine Arbeiter. Niemand widert mich ungestraft an. Okay. Aber uns wird hier tausend Sachen gezeigt. Am besten fängst du in der Umkleide an. Okay, wir fangen in der Umkleide an. Also wir können schon mal gucken. Hier gibt's einige Dinge. Weiß noch nicht, was wir da... Umkleide. Ach, hier. Ach, hier ist die Umkleide. Hey! Okay, hier könntest du schon mal... Triple Ultra Kill. Okay, sie wird auch gleich noch erledigt. Scheiße, hätte ich mehr erwischen müssen. Da hätte ich mehr erwischen müssen. Jetzt laufen hier schon wieder unbestraft Leute rum. Okay, vielleicht kommt ja hier nochmal was. Was können wir hier so machen? Bücherregal. Zwei Eingänge. Hier ist eine Dusche. Verlässt nie sein Büro, es sei denn, es ist irgendwas mit. Jetzt habe ich es verpasst. Okay. Boah. Ist auf jeden Fall ziemlich riesig, das Ding hier. Okay, ist ziemlich groß und es passiert ziemlich viel gleichzeitig. Hier haben wir noch einen Hund. Okay, der bringt ihn um. Mörser. Oh. Wow. Die hat's erwischt. Okay. Ah, das war schon eine dieser Seelen, die wir einsammeln müssen. Okay, eine der Main-Seelen für unsere Punktzahl. Wir haben da noch eine Kiste übrig. Kleiner Behälter Todesfalle. Was macht das hier? Ah! Fuck. Verkackt. Der rennt jetzt weg. Ah, er kommt wieder zurück. Okay, das hätten wir auch anders lösen können. Aber er geht direkt, weiß ich nicht wohin.
Alte Maschine. Todesfall mit einer grünen Aura erfordern etwas mehr Spitzfindigkeit. Mal sehen, ob du den Dreh rausbekommst. Okay, das wollen wir jetzt wirklich rausbekommen. Okay, jetzt läuft sie auf jeden Fall wieder. Oh, Lust! Der Arme. Zack. Weg. Okay. Aber ihn müssen wir hier auf jeden Fall noch safe umbringen. Es sei denn irgendwas mit seiner Statue. Okay, welche Statue? Oh oh, jetzt kommt er raus. Jetzt haben wir ihn aus seiner Hütte hier gelockt hier. Wer hat das denn gemacht? Okay. Wir haben hier gerade unser Kuppelglück. Das gefällt dem glorreichen Anführer ja bestimmt auch nicht. Oh oh. Achtung! Tötet das Liebespaar. Diese heimliche Affäre. Peng! Peng! Okay, so haben wir schon mal den. Also die mussten wir auch holen, habe ich gar nicht gesehen. Woo! Eine weniger. Jede rosa Dorn. Triple Kill. Aber wir müssen... Ach nee, wir müssen den Anführer gar nicht töten. Aber wäre lustig. Aber den können wir nur schwer machen hier. Wir müssen ihn noch hier auf jeden Fall safe umbringen. Aber davor haben wir noch zu viel hier zu tun. Okay. Eine scharfe Bombe. Oh oh. Jetzt haben wir die Statue schon wieder... Na gut, so kriegen wir auf jeden Fall die Bombe raus. Wo rennt der damit hin? Ganz sicher in die Umkleide. Und hier lassen wir sie mal explodieren. Tägliche Falschnachrichten. Es wurden Engel gesichtet. Die Polizei ist da. Halleluja! 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 Oh oh. Ich darf dreimal nicht erwischt werden. Also muss ich jetzt auch noch aufpassen, wo ich hinklicke wahrscheinlich, ne? Bewacht von ihm hier. Aber wie wir den Bewacher wegkriegen? Dieses Tor lässt sich nur von außen verschließen. Okay. Jetzt machen wir mal hier die Action. Oh, den einen haben wir verpasst. Dammit. Den kriegen wir dann nicht mehr raus. Den haben wir noch. Okay, den haben wir auch. Oh! Beste. Nein, verpasst. Okay. Schrecklich verrostet, Metallbrücke. Okay. Den könnt's auch noch hart erwischen. Hier, ich glaube, den Fahrer hier, ne? Oh, hier fliegen jetzt aber die Engel rum, du. Hier fliegen sie aber rum. Aber ich will den hier...
Nein, das zählt also direkt, wenn man klickt und der das sieht. Okay, das fuck it dann. Fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Okay, dann darf ich da nicht draufklicken, während die in der Nähe sind. Aber... Okay, jetzt sind die wieder hier, die Engel. Der Engelchen. Jetzt darf ich das wieder nicht anklicken, weil die da sind. Aha. Noch mehr Engel. Halleluja. Uff, uff, uff. Jetzt wird's aber wirklich happig hier. Telefon. So, die werden hier vergast. Nee. Verstrahlt. Sorry. Okay, gibt's die klassische... Jetzt muss man hier echt aufpassen, wo man hinklickt, ne? Was haben wir denn? 25 von 33. Okay, der Riesenlaster. Das ist dann er hier. Ist nur die Frage, wo fällt der Stapel, Stapel hin hier? Da zum Beispiel. Okay. Dann hätten wir hier noch einen Schalter, einen kleineren Lader, ein Telefon. Der Schalter wäre hier auch noch vorhanden. Für ihn hier oben. Okay. Damit haben wir ihn auch. Wunderbar. Meine Arbeit wird niemals fertig sein. Okay, das war... Aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Kills. Und wir haben auch noch ein paar Sachen übrig hier. Ich meine, er chillt ja hier draußen auch noch. Da weiß ich auch noch nicht, was ich mitmachen soll. Sie kriegen wir hier sicherlich nicht mehr. Den kriegen wir noch. Ihn auch. Da läuft bestimmt noch einer irgendwann über die Luke hier. Zum Beispiel der dort. Ja, ich weiß, du willst schon weiter. Du bist schon wieder fertig. Wir sind hier aber noch nicht fertig. Mein Junge. Okay, der läuft da doch nicht lang. Ich bin ja auch immer noch auf der Suche nach drei Sachen. Vier sogar. Schalter, das. Irgendwas Größeres wie ein Auto, ne? Okay, der läuft da nicht drüber. Hier kriegen wir auch nichts mehr hin. Die Statue hatten wir schon. Hier hätten wir noch einen so ein Teil. Ah. Da ist der Schalter auch. Ey! Ich weiß gar nicht, kann ich das dann wieder wegklicken? Ich habe nur noch ein Herz jetzt. Na gut. Aber man kann wahrscheinlich einfach... Ich weiß nicht, ob das über ihn ist. Nein. Jetzt kann ich nicht draufklicken. Muss man so genau timen. Jo. So zum Beispiel. Jetzt fehlen uns noch zwei. Ja, ich meine, das Rosenteil muss ich doch irgendwo finden. Hier oben haben wir alles erledigt. Ich bin mal wieder so völlig blind. Ich meine, ich krieg eh nicht alle 50. Ich finde mal, es ist was nicht hier passiert. Das. Nein. Leute, ich habe kein Leben mehr. Ich bin raus. Doch. Nee. Endergebnis. 29.800.
Fuck. Mehr darf ich nicht. Ich habe alle meine Herzen verloren. Größte Gruppe 20. Und damit ist Akt 2 auch vorbei. Und Akt 3 öffnet sich. Wir haben die nächsten weiteren Seelen hier eingesammelt. Und Akt 3 würde ich sagen, machen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Das sind ja schnelle Folgen hier. Ich will euch auch nicht zu viel stressen mit dem Spiel. Ihr könnt doch mal einfach reinschalten und ein bisschen euer Feedback da lassen. Also ich find's immer wieder lustig. Ne? Wie hättet ihr so ein bisschen rumgetötet? Habt ihr es auch schon gespielt? Lasst mir eure Kommentare da und den Daumen nach oben, wenn ihr Bock drauf habt. Ich bin erstmal raus an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.